So, hallo Stefan Nintendo am Start. Das ist das Final Fantasy 8 Ende. Wir haben den letzten Boss gerade besiegt. Und ja, genau, wir schauen uns das Video an. Alles Weitere erkläre ich nach dem Video. Viel Spaß. Thank you.
Ah ja, ist das nicht schön, das Ende? Von jedem kam ein Abschnitt vom Laguna, wie er seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hat mit dem Ring. Oder jetzt wie Quistis und Erwin hier feiern gerade. Oder Squall und Rinoa. Ja, das finde ich echt ganz cool gemacht, Leute. Und ja, das Spiel ist tatsächlich beendet. Wir haben es geschafft. So. Und Final Fantasy VIII ist ein sehr schönes Spiel. Auch von der Geschichte her. Mich hat die Geschichte einfach fasziniert. Auch, dass man da mitten im Spiel erfährt, dass die Rinoa eine Hexe ist und dass sie dann entführt wird und die sie dann doch noch zu der Truppe bis zum Schluss weiterkämpft und auch der Anfang, wie sich die ganzen Leute erst kennengelernt haben und Squall war so stur und ja, einfach atemberaubend, Leute. Ich mag dieses Spiel und es ist auch sehr schön. Auch einer meiner Lieblings-Final Fantasy. Man muss dieses Spiel lieben. Man soll dieses Spiel lieben. Mein klar, dass Final Fantasy VII ist mein liebstes Lieblingsspiel, aber Final Fantasy VIII gehört auch dazu. Und es hat mir einen Heidelspaß gemacht. Auch die ganzen Kämpfe, erst die kleinen Endbosse, dann die ganzen Monster-Duren und Ziehen. Das Training war ein bisschen hart, bis auf Level 100 trainiert. Aber ansonsten war es echt cool. Und genau, ja, auch die Kämpfe mit Ultima Weapon und Omega Weapon. Ich war auch so stur und dachte, Omega Weapon gleich das erste Mal zu besiegen. Das habe ich aber bei Ultima Weapon auch gedacht. Aber man muss das üben und dann kann man das auch let's playen. Und dann haben wir es doch geschafft. Und die ganzen ultimativen Waffen habe ich geholt. Dass die Angriffe stärker sind und so weiter und so weiter. Ja. Das Selfie mit einem Cowboy-Hut. Sie sieht sehr schick aus. Sie zeigt dahin. Und da ist die Rinoa. Jetzt kommt auch eine sehr schöne Szene noch von Squall und Rinoa. Jetzt bin ich wieder kurz zurück. End. So, Stefan Nintendo, wir freuen uns auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.